Hallo liebe Schachfreunde und herzlich willkommen zurück zu diesem YouTube-Schachkanal, wo wir gemeinsam die spannende und aufregende Schachwelt weiter erkunden werden und heute in die tiefe Welt der Schacheröffnungen eintauchen werden. Das heutige Thema ist eine sehr interessante Eröffnung mit einer sehr, sehr einzigartigen strategischen Komplexität, aber auf der anderen Seite auch einer sehr, sehr starken historischen Bedeutung. Diese Eröffnung erscheint auf dem Schachbrett nach den Hauptzügen Bauern E4 und E5, gefolgt von dem Schlüsselzug, der hier auch den Namen dieser Eröffnung liefert, und zwar Läufer C4 mit dem sogenannten Läuferspiel. Es ist zwar nicht die aggressivste Eröffnung, aber sie bietet trotzdem eine Vielzahl von strategischen Möglichkeiten und Varianten, nicht nur für Weiß, sondern auch hier für Schwarz. Wie man bereits auf dem Schachbrett sehr, sehr gut erkennen kann, entwickelt also Weiß zuerst seinen Läufer auf C4, also seinen Läufer, bevor er erst einmal seinen Springer, wie man es klassisch sehr, sehr oft in offenen Spielen tut, hier auf F3 entwickelt. Und die Intention dahinter ist es, sofort das sehr, sehr wichtige F7-Feld und auch für Schwarz den sehr, sehr wichtigen und auch ziemlich gefährlichen F7-Bauern direkt mit seinem Läufer ins Visier zu nehmen und auch anzugreifen. Hier gibt es nun ein paar viele Hauptvarianten, die sich anschließend ziemlich oft in weitere offene Partien entwickeln und übertragen lassen. Aber der wahrscheinlich beliebteste zweite Zug von Schwarz ist es hier, Springer F6 zu spielen und damit den weißen Bauern nicht nur auf E4 einfach nur anzugreifen, sondern auch direkt die gegnerische Armee, also in dem Fall Weiß, dazu zu zwingen, sich direkt entscheiden zu müssen, wie sie diesen Bauern nun auf E4 verteidigen können. Bauer D3 ist hier definitiv die häufigste Fortsetzung von Weiß. Sie verteidigen diesen Bauern hier und bereiten auch für die Zukunft dieser Schachpartie eine breitere Bauernstruktur vor. In den folgenden Zügen kann Weiß also einfach nur fortfahren, hier seine Schachfiguren zu entwickeln, mit Zügen wie zum Beispiel Springer F3, der kurzen Rochade, Turm E1, womit hier direkt das Zentrum anvisiert wird und so weiter und so fort. Aber hier muss Schwarz sehr, sehr stark aufpassen nach Bauer D3, dass er nicht in einige heimtückische Varianten einer minderwertigen Variante des abgelehnten Königsgambits reintappt. Um dies zu vermeiden, kann Schwarz hier also zum Beispiel Bauer C6 spielen und hier den Durchbruch im Zentrum des Schachbretts in den folgenden Zügen vorbereiten. Das Spiel wird also oft vorgesetzt, indem hier Weiß nun, wie gesagt, Springer F3 spielt, seinen Springer rausentwickelt, hier die Rochade vorbereitet. Schwarz attackiert ihn nun im Zentrum des Schachbretts mit Bauer D5. Der weiße Läufer flieht auf B3, woraufhin Schwarz hier seinen Läufer auf D6 entwickelt und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es noch viele andere sehr, sehr spielbare und ziemlich interessante Varianten der Berliner Verteidigung in dem Läuferspiel, außer Bauer D3 von Weiß. Zum Beispiel kann hier Weiß auch mit Springer C3 fortfahren und hier in das Wiener Spiel übergehen. Genauso funktioniert auch die Entwicklung des anderen Springers, hier auf F3, mit dem Übergang in die Petrov-Verteidigung. Doch definitiv meine Lieblingsvariante der Berliner Verteidigung des Läuferspiels ist das sogenannte Urusow-Gambit, benannt nach einem russischen Prinzen oder russischen Fürsten aus dem 19. Jahrhundert. Doch bevor ich dir zeige, wie dieses Urusow-Gambit auf dem Schachbrett erscheint, würde ich dich darum bitten, meinen YouTube-Kanal Schachromat zu abonnieren und auch die Ankündigungsglocke zu aktivieren, damit du keine brandneuen Videos mehr auf diesem YouTube-Kanal verpasst. Videos über Schacheröffnungen, Schacheröffnungsfallen, Schachstrategie, Schachtheorie, Schach-Mindset-Hacks und so weiter und so fort. Vielen lieben Dank. In dem Urusow-Gambit attackiert hier also Weiß das Zentrum des Schachbretts sehr, sehr aggressiv, direkt mit Bauer D4. Die logischste Antwort von Schwarz ist natürlich, das Gambit einfach nur anzunehmen und hier den geopferten Bauern auf D4 mit seinen Bauern rauszunehmen. Weiß attackiert hier nun den Bauern auf D4 mit Springer F3, woraufhin nun das Spiel wirklich in sehr, sehr viele verschiedene Richtungen übergehen kann. Schwarz könnte hier zum Beispiel fortfahren und dann auch den zweiten Bauern hier auf E4 mit seinem Springer ziemlich aggressiv rausnehmen. Ebenfalls könnte Weiß hier auch seinen zweiten Springer, und zwar wie folgt auf C6 entwickeln und damit in die Zwei-Springer-Verteidigung dieses Läuferspiels übergehen. Wenn Weiß aber oder wenn Schwarz etwas vorsichtiger sein will und hier nicht noch ein weiteres Gambit provozieren möchte, dann spielt er hier lieber Bauer D5 und attackiert hier nun deinen Läufer auf C4. Daher nimmt hier Weiß oft den schwarzen D5-Bauern raus, woraufhin Läufer D4 mit Schach folgt, Bauer C3, das Schach wird blockiert und so weiter und so fort.
Aber Moment mal, Schwarz antwortet doch nicht immer mit der Berliner Verteidigung, oder? Korrekt. Die am zweithäufigsten gespielte Antwort von Schwarz in dem Läuferspiel ist die sogenannte klassische Variante, wo hier Schwarz seinen Läufer parallel zu unserem Läufer auf C5 entwickelt. Und hier kann nun Weiß wiederum in verschiedene Eröffnungen, verschiedene offene Partien transponieren, wie zum Beispiel in das Wiener Spiel oder auch in die Gurkopiano-Eröffnung und so weiter und so fort. Doch wenn du hier die weißen Figuren spielst und du willst in dem Läuferspiel bleiben, dann rate ich dir entweder das sogenannte Flügelgambit, auf Englisch Wing Gambit, mit Bauer B4 zu spielen oder die Philidor-Variante auszuprobieren mit Bauer C3. Schwarz entwickelt hier also nun seinen Springer auf F6 und greift dann Bauern auf E4 an. Doch du verteidigst diesen nicht, sondern greifst wieder einmal sehr, sehr aggressiv das Zentrum mit Bauer D4 an. Und nachdem hier Schwarz deinen Bauern auf D4 geschlagen hat, schlägst du nicht zurück mit deinem C-Bauern und vollfüllst hier sozusagen direkt diesen Bauernabtausch, sondern du startest einen Gegenangriff und attackierst hier den schwarzen Springer mit Bauer E5. Doch Schwarz startet hier sehr, sehr oft ebenfalls einen Gegenangriff mit Bauer D5 und greift nun deinen Läufer auf C4 an. Wie du also sehen kannst, kommen wir hier in der Philidor-Variante des Läuferspiels in sehr, sehr intensive und schwierige Stellungen, während wir langsam in das Mittelspiel dieser Schachpartie übergehen. Und nun, bevor dieses Video endet, lass uns nochmal ganz schnell zu dem bereits eben erwähnten Flügelgambit zurückkommen. Generell ist im Schach ein Flügelgambit eine Eröffnung, in der Weiß einen sehr, sehr frühen B4-Schlag spielt, mit der Idee und der Intention, einen Läufer, also einen schwarzen Läufer oder Springer auf C5 abzulenken, um die Kontrolle über das Zentrum des Schachbretts und um genau zu sein über das sehr wichtige D4-Bauern oder D4-Feld zu erlangen. Ein sehr, sehr berühmtes Beispiel, wo man das Flügelgambit spielen kann, ist zum Beispiel die sizilianische Verteidigung nach Bauer C5. Hier kann hier Weiß also das Flügelgambit mit Bauer B4 spielen und hier sozusagen die Aufmerksamkeit dieses C5-Bauerns von Schwarz gewinnen und ihn sozusagen davon ablenken und theoretisch nun das Zentrum des Schachbretts mit Bauer D4 und diesem sehr, sehr starken D4 und E4 Bauernduo im Zentrum des Schachbretts einzunehmen. Hier in der klassischen Variante des Läuferspiels kann Weiß natürlich ebenfalls das Wing Gambit auf Englisch mit Bauer B4 spielen, wobei jedoch die Partie sehr, sehr oft in das sogenannte Evans Gambit übergeht. Wenn du an dem Evans Gambit interessiert bist, hier über mir in der Infobox ein kurzes Video bei dieser Eröffnung. Und das war schon nur noch schon mit diesem Video. Vergiss nicht, den YouTube-Kanal Schach und Matt zu abonnieren. Lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Tschüss!